5 Jahre ist es her, als die Frauen der Mad Dogs Mannheim das Abenteuer Erste Liga starteten, sich von Niederlage zu Niederlage quälten und entsprechend jede Menge Lehrgeld zahlten. Abgestiegen sind sie aber nie und konnten sich so kontinuierlich festigen. Und das, obwohl es zu Anfang sogar schwierig war, überhaupt genug Spielerinnen aufs Eis zu kriegen. Wir sind oft auch nur mit 9 plus 1 irgendwo hingefahren und wenn sich die Torhüterin verletzt hat, dann hast du eine Spielerin reinsetzen müssen und hast nur noch mit 3 Verteidigerinnen gespielt, also die waren dann auch hinterher auch platt. Doch diese Zeiten sind vorbei, auch weil die Mannheimerinnen nie aufgaben. Im Gegenteil, sie fingen an den Plan von Randall Carsten zu glauben, der das Kommando hinter der Bande vor 4 Jahren übernahm und steckten jede Menge harte Arbeit in ihr Hobby. Du musst halt beharrlich bleiben. Ja, du musst von klein auf mit kleinen Dingen anfangen. Wie sagt man so schön in der Trainerlehre, sagt man vom Einfachen zum Schweren. Ja, und das sind wir dabei, das kontinuierlich umzusetzen. Ja. Und die Mädels nehmen es an. Der Lohn? Die zwischenzeitliche Tabellenführung in dieser Saison. Und immer mehr Aufmerksamkeit in der kleinen Damen-Eishockey-Welt. Die Attraktivität stieg. Plötzlich kamen auch von außerhalb Spielerinnen hinzu. Und dabei gilt, egal ob aus Hamburg, Hannover oder Berlin, viele nehmen ab freitags lange Wege auf sich, um am Wochenende die Farben der Mad Dogs vertreten zu dürfen. Man sieht, dass wir hier für kontinuierliche Arbeit stehen. Die Moral in der Mannschaft ist gut, das spricht sich unter den Mädels ja auch rum. Und man sieht, dass sich halt hier was bewegt und das motiviert die ein oder andere, sage ich mal, von einem etablierten Verein wegzugehen und hier in die junge Truppe einzugehen und sich da mit anzubringen. Eine der Spielerinnen, die dem Lockruf der Mannheimerinnen folgte, war auch die deutsch-amerikanerin Priscilla Ziefle. Die Verteidigerin spielt seit diesem Sommer für Mannheim und merkte schnell, dass die Atmosphäre bei den Mad Dogs eine ganz besondere ist. Ich glaube, wir verstehen uns nicht nur auf dem Eis super, sondern auch privat. Wir haben jede Menge Spaß zusammen, wissen aber auch, wann auf dem Eis volle Konzentration gefordert ist. Am vergangenen Wochenende setzte es gegen die erfahrenen Ingolstädterinnen zwar 2 knappe Niederlagen, umwerfen wird das die Mannheimerinnen aber nicht, denn die Marschroute bleibt unverändert. Harter Weg, aber der ist noch nicht zu Ende, um Gottes Willen. Ja? Wir haben noch viel vor uns. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das nächste Spiel führt die Mannheimerinnen nach Oberbayern. Samstag und Sonntag treten sie gegen den ESC Planegg Würmtal an.